haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, im Jahre 1937 trafen einander die beiden Philosophen in Gesellschaft Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger, beide im Alter von 48 Jahren auf einem deutschen Grundstück, das ehemals Wald, nun als Feld dienen sollte. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus, das heißt des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Wie kann ich nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen? Gerade in unserer Zeit, aber in der ja die Heidegger allein im Dasein die Lichtung von der Wissenschaft alles erhofft, wobei Wahrheit und in der ihnen auch durch weltweite, ja sogar weltferne Fernsehsendungen demonstriert wird, dass der Mensch durch die Technik das zu leisten vermag, was er sich vorgenommen hat, bereiten ihre Gedanken über die Wissenschaft und über das Wesen der Technik vielen Kopfzerbrechen. Brauch sei jedoch keiner, der sich als was aneignen wollen Sie oder verbrauchen damit äußere. Sagen, wenn Sie behaupten, die, brauchen, die Wissenschaft sich der Mensch vielmehr den Verhältnissen an. Ja, für Heidegger ist der Mensch in diesem Zusammenhang nicht das Subjekt des Brauchens. Er verdeutlicht dies an einem Vers Hölderlins aus dessen Hymne Die Ister. Die eben mit der Seinsvergessenheit. Es brauchet aber Stiche der Fels und Furchen, die er. Wissenschaft denken. Unwirtbar wäre es, ohne Weile. In einer Freiburger Vorlesung. Aussprach. Heidegger interpretiert heute. Bedeutet, es brauchet, die Wissenschaft sagt bewegt aber sich nicht in der Dimension eine der Philosophie. Zugehörigkeit zwischen sie ist Fels aber, und Stichen, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension. Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist? Das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen? Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich mich gegen die Technik. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche, das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und noch einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt. Dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und ungeschickte, gescheite und dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten
sind heute bereit. Wir wurden bereits schon von Nobelpreisträgern. Und jedes Wort findet später erst erscheint, in einem Vortrag vor Jahren in Meske, was es ist. Zitiert. Aber vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen, und jedes Wort, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert. Und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal. Den Rheinstrom gebaut, wie die alte Holzbrücke. Die seit Jahrhunderten. Nun kommt der Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt. Vielmehr ist der Strom, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche.